Jahrelang schwärmte man in Wolfsburg von der angeblichen Kaderqualität der ansässigen VfL Fußball GmbH. Nach zweimaliger Rettung via Relegation wird umgedacht. Die 100%ige Tochter des Autobauers Volkswagen kommt in die Werkstatt. Schmadtke baut alle Teile um. Der neue Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke, 54, hat alle Hände voll zu tun. Wir müssen sehen, dass wir den Kader austarieren und ausbalancieren. Was so leicht klingt, wird in Wahrheit verdammt viel Arbeit. Schmadtke muss den VfL Wolfsburg in allen Mannschaftsteilen umbauen, von hinten bis vorne. Nach Vertragsende von Ersatztorwart Max Grün wird ein weiterer Keeper gesucht. Punkt für die Viererkette muss ein Linksverteidiger gefunden werden. Leipzigs Bernardo ist ein Thema. Bei günstiger Gelegenheit kommt auch noch ein Rechtsverteidiger. Benfica Lissabon will in den kommenden Tagen seine Bemühungen um Mittelfeldabräumer Joshua Gilavogi intensivieren. Dann braucht der VfL auch einen Sechser. Nach dem Leihende von Divock Origi, zurück nach Liverpool, muss mindestens ein Stürmer her. In Portugal wird spekuliert, Benfica wolle Frankfurts Ex-Angreifer Haris Seferovic mit Gilavogi verrechnen. Alles Teile, die Schmadtke neu einbauen muss. Gleichzeitig muss ausgebaut werden. Teuer eingekaufte Flops wie und andere. Rich Edley Basur und Nani Dimata haben schlechte Aussichten beim VfL. Fraglich ist auch die Zukunft der Leihrückkehrer wie PG Antep, St. Etienne, Marvin Stefaniak, Nürnberg, und Paul Seguin, Dresden. Ein Totalumbau bereits in diesem Sommer ist jedoch auszuschließen. Klubintern wissen alle, dass es mindestens drei Transferperioden dauert, bis der Kader entrümpelt ist.